Hallo Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio 0130 2911. Das ist die Telefonnummer, wenn ihr mich erreichen wollt, heute Nacht hier live in der Sendung. Und angerufen hat zum Beispiel Thomas und der ist 19. Ja, hallo. Thomas, was ist denn dein Thema? Ja, ich fahre immer abends S-Bahn, weil ich in einem Geschäft als Verkäufer arbeite, immer so um 9 Uhr abends. Mhm. Und wenn ich dann alleine im Waggon sitze, dann sitzen da meistens nur noch Frauen drin und dann mache ich halt die Hose auf. Du Schwein. Ja. Ne? Sind wir uns einig? Ja, sicher. Du bist ein Schwein. Wir haben nächste Woche das Thema. Ich bin ein Schwein. Da hättest du auch anrufen können. Ja, das wusste ich aber nicht. Nee, aber dann reden wir. Können ja jetzt auch schon mal miteinander reden. Du machst die Hose dann auf. Warum? Ich weiß es nicht. Es ist einfach ein Trieb. Mhm. Was machst du denn dann, wenn du die Hose aufmachst? Dann mache ich meistens gar nichts mehr, weil die Frauen meistens aussteigen. Mhm. Das ist echt so. Also du machst die Hose auf und lässt ihn raushängen oder geht's dann noch weiter? Nein, also meistens lasse ich ihn nur raushängen. Zu mehr kommt's dann gar nicht mehr. Du würdest aber gerne auch mehr? Sicher, ja. Mhm. Wie oft hast du das jetzt schon gemacht? Also meistens sitzen dann noch andere Leute mit drin, also Männer. Aber wenn ich dann alleine drin sitze, dann kommt's dazu. Es war schon ein paar Mal. Schön wäre es ja, wenn da mal so eine Powerfrau dir so volle Kanne eine scheuern würde. Ist mir noch nicht passiert. Schade auch, ne? Na, weiß ich nicht. Na, hör mal. Jetzt im Ernst, ganz im Ernst. Was treibt dich da an, das zu machen? Ich weiß es nicht. Es ist einfach so. Ich kann das echt nicht sagen. Wie bist du denn sonst so drauf? Was, hast du eine Freundin? Nee, habe ich nicht. Seit wie lange schon nicht? Schon seit 3 Jahren. Mhm. Hattest du denn mal eine längere Beziehung mit einer Frau? Also eine etwas längere Beziehung. Mhm. Was machst du in deiner Freizeit? In meiner Freizeit? Ich habe kaum Freizeit als Verkäufer. Also naja, du. Ein bisschen schon, würde ich sagen. Ne? Ja, ich treibe Sport, Fußball und so, aber... Ja. Es wird über kurz oder lang darauf hinauslaufen, Thomas, dass dich jemand anzeigt und du hast eine Anzeige am Hals. Das, ja, ich will es nicht hoffen. Ich meine, ich hoffe das schon, dass das passiert. Und es wird über kurz oder lang passieren. Ist dir das egal? Nein, sicherlich nicht, aber es ist einfach ein Trieb. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du da nicht gegen dich angehen kannst. Das kannst du mir nicht erzählen. Ich weiß nicht, vielleicht will ich es auch nicht. Also, der Trieb ist so stark, dass ich da echt nicht gegen angehen kann oder will. Hm. So, dann steigen die Frauen aus oder viele Leute steigen aus. Du packst deinen Dödel wieder ein und gehst nach Hause. Und dann? Wie fühlst du dich dann? Ziemlich beschissen. Hm. Warum beschissen dann? Ja, weil es halt nicht dazu gekommen ist oder weil ich es halt wieder machen musste. Hm. Thomas, zwei Antworten darauf. Ja, na, die eine Antwort ist, dass ich schon glaube und wünsche, dass du da mal erwischt wirst. Ne, aber und die andere Sache ist, wenn dir das wirklich so zwanghaft erscheint und das wirklich so stimmt, wie du es mir gerade jetzt hier erzählt hast, dann geh in Gottes Namen geh irgendwo zu einem Therapeuten und lass dich mal ein bisschen durchleuchten und quatsch mal mit jemandem, der davon Ahnung hat. Denn das könnte ja der Anfang von einer Entwicklung sein, die vielleicht auch mal noch übler endet als das, was du jetzt im Moment machst. Such dir professionelle Hilfe, meine ich damit. Also das ist nicht eine Kleinigkeit, die man mal so wegsteckt. Da kann man vielleicht noch drüber lachen, aber eigentlich ist es nicht zum Lachen. Es wird auch immer schlimmer. Also früher habe ich nur daran gedacht. Mhm. Jetzt mache ich es auch nicht. Ich weiß auch nicht, wohin das hinführen soll. Mhm. Was hältst du denn von meinem Tipp, mal zu einem Psychologen zu gehen deshalb? Ich werde es versuchen, wenn ich den Mut habe. Mhm. Aber du hast ja schon Mut gehabt, hier anzurufen. Mhm. Ist dir das nicht unangenehm, das zu erzählen? Ich hoffe mal, es hört niemand zu, der mich kennt. Also ich musste mal darüber reden. Ich habe noch nie mit jemandem darüber geredet. Mhm. Thomas, meine Meinung weißt du. Mhm. Okay? Ja. Tschö. Tschüss. Tschüss. Ein 16-jähriger junger Freund, ein junger Mann, der Hagen heißt. Hi. Hallo. Hi. Ja. Hagen. Und ich habe folgendes Problem, ja? Ja. Ich bin ein Grufti, wenn man das so im Volksmund sagen darf. Jetzt stell dir mal vor, irgendjemand im weiten Lande schaut diese Sendung, hört diese Sendung und hat noch nie das Wort Grufti gehört. Beschreib das mal ganz kurz. Okay, Grufti sind eigentlich Leute, die sich schwarz kleiden erstmal, die ein bisschen sonderbare Musik hören. Also für mich persönlich nicht sonderbar, sondern...
Für die normalen Menschen sonderbar? Ja, ja. Zum Beispiel für meine Mutter. Ja. Und einfach bloß ganz vernünftige Leute, die einfach bloß anders sind als die anderen. Ja, und die auffallen äußerlich dadurch, dass sie, wie du sagst, schwarz gekleidet sind und manchmal auch sehr extravagant, ne? Irgendwie ganz hochtopierte Haare haben, schwarze Fingernägel und manchmal sogar richtig schick aussehen dabei, ne? Deswegen, ja. Also ich habe Gruftis hier in Köln schon gesehen, das war eine Augenweide, die Mädels und Jungs anzugucken. Deswegen, ja, und ich kann das auch nicht verstehen, dass manche Leute so intolerant an die Sache herangehen, ne? Mhm. Wie intolerant erlebst du denn die Menschen? Du persönlich? Ich erlebe das persönlich so, zum Beispiel, ich hatte mein Erlebnis, da hat mich ein ziemlich alter Mann angehauen, ja, wie rennst du denn rum, bei uns früher hätten sie euch gleich abgeschoben oder so. Und das muss einfach mal nicht sein. Oder zum Beispiel auch in der Schule ist das beste Beispiel, da haben wir so eine etwas rechtsgerichteten Leute und die labern mich eben halt bloß zu mit von wegen, du Hexensau und was weiß ich, du Leichenfledderer und was du alles nicht bist, ne? Natürlich, na, logischerweise nicht. Logischerweise nicht. Beschreib dich persönlich doch mal, Hagen. Zum Beispiel die Haare, wie sehen deine Haare aus? Meine Haare sind noch ziemlich kurz, weil ich noch nicht so lange da drin bin, aber ich trage sie trotzdem so ziemlich hoch. Ja. Und also die sind dann mit Haargel nach oben gestellt dann? Haarlack. Ja. Dann ziehe ich mich nur schwarz an, ja. Ziehe ab und zu mal ein Rüschenhemd an, hab immer ein Pentagramm um Hals, immer. Das ist so ein Zeichen, ne? So ein Signet. Ja. Ein fünfeckiger Stern, ja. Wenn man so mal ganz primitiv sagen will. Letztendlich wollt ihr den Leuten doch gar nichts Böses, ne? Ihr lasst ja alle Leute vollkommen in Frieden, ne? Also die Leute, die denken eben bloß immer, dass wir auf Friedhöfen nachts rumrennen. Warst du denn schon mal nachts am Friedhof? Ich war noch nie nachts auf dem Friedhof. Ich hätte doch ehrlich gesagt gar nicht das Bedürfnis dazu. Warum bist du denn dann überhaupt in diese Szene eingestiegen? Du sagst gerade, dass du noch gar nicht lange dabei bist. Nö, weil ich einfach mich für die Musik interessiert habe. Dann habe ich jemanden kennengelernt, den Jojo, ne? Und der ist eben auch schon schwarz rumgelaufen und so. Und von denen habe ich mir das eben alles abgeguckt. Und das fand ich eigentlich schon zuerst interessant, so rumzulaufen, ein bisschen anders zu sein als die anderen. Es ist einfach ein Lebensstil, ne? Genau. Auch ein Modestil, ein Musikstil, und da macht man das mit. Ja. Ist denn nicht so ein ganz klein bisschen im Hintergrund auch das, so die Lust an der Provokation dabei? Das sowieso. Ich meine, ich finde es ehrlich gesagt lustig, wenn Leute sich umdrehen und sagen, ey, guck mal, der da und so, ne? Das finde ich irgendwie. Aber manchmal geht es eben doch ein bisschen zu weit, da ich ja nun gerade in Magdeburg wohne, mit diesen ganzen rechten Gesinde, sage ich mal, die es einfach nicht akzeptieren können. Dass Hast du denn manchmal richtig so Angst um deine Gesundheit, um Leib und Leben, wenn du alleine durch die Stadt ziehst? Ehrlich gesagt, ja. Aber trotzdem willst du dann diese Sache weiter durchziehen? Natürlich, weil warum muss ich mich nach diesen Leuten richten? Die werben wir einfach hier im Rahmen dieser Sendung um ein bisschen mehr Toleranz, ne? Ja, bei den genau. Leuten. Hast du du sagst gerade in der Schule, Probleme mit den Schülern? Hast du Probleme mit den Lehrern auch? Nee, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass meine Klassenlehrerin es ehrlich gesagt gut fand, dass ich meine eigene Meinung habe, dass ich, also was weiß ich, meine eigene Musik höre, meinen eigenen Stil habe. Aber ich habe Probleme mit Leuten, die eben recht sind, ne? Ist klar. Nun bist du 16 Jahre alt. Ja. Ich vermute mal, dass du so ganz lange nicht mehr auf die Schule gehst. Liege ich da richtig? Ja. Dann steht Lehrzeit an. Ja. Da kommen Probleme auf dich zu. Natürlich kommen da Probleme auf mich zu, weil erstmal muss ich mich nur wohl oder übel anders kleiden, wenn ich da zum Vorstellungsgespräch gehe. Was willst du denn mal machen, Hagen? Ich will so Klempner oder Raumerstatter oder sowas machen. Ja. Also da wirst du wahrscheinlich keine Lehrstelle finden, keinen Lehrherrn, der dich dann so akzeptiert, wie du bist, ne? Na, das sowieso nicht. Also muss ich. Da musst du tagsüber ganz normal sein und dann abends kannst du ja wieder deine geliebten Klamotten anziehen. Genau. Gibt es denn, eine Frage noch, gibt es denn so in der Szenerie bei den Freunden schon auch Leute, die so ein bisschen in diesen Totenkult und Teufelsanbetung rein tendieren? Nein, Satanismus und das Großteil und das Satanismus, das ist genauso ein Unterschied wie schwarz und weiß und. Also eine ganz normale Lebenskultur und Lebenseinstellung. Lieber Hagen, auf dass dich nie irgendein Rambo anmacht, und lebe deine Sache, wie du so willst. Und ich wünsche dir erst eine gute Lehrstelle, Christ. Okay, noch einen schönen Gruß an Thorsten möchte ich nochmal loswerden. Ja, ich möchte einen schönen Gruß nach Magdeburg loswerden. Okay, gut. Tschüss, okay, tschüss, gut, Hagen. Tschüss. Jetzt ist Saskia dran und die ist 18 Jahre.
Ja, hallo, Jürgen. Guten ist Morgen. Das die Saskia von gestern? Ja, genau, die Saskia. Das ist scharf, dass du anrufst. Ja. Saskia, ich muss jetzt den Menschen mal kurz erklären, die gestern nicht dabei waren. Das Fernsehen war gestern nicht zugeschaltet, das heißt, wir hatten eine ganze Menge weniger Publikum. Ja, okay. Du bist 18 Jahre alt und ja. Du bist seit 2 Monaten Domina. Genau. Und hast mir gestern eigentlich recht freudig geschildert, dass dir der Job Spaß macht. Du arbeitest hart, du fängst morgens früh an, ne? Hast du mir erzählt, was mich gewundert hat, um 10 Uhr bis abends, manchmal um 10. Ja. Verdienst eine Menge Kohle, 10.000 bis 15.000 Mark. Und das große Problem gestern war, dass du eigentlich ganz zufrieden bist oder froh auch bist in diesem Job, aber dein Freund, den du sehr liebst, der wusste das noch nicht. Ja, jetzt. Und ich habe dir gestern gesagt, sprich ihn an. Ja, und melde dich bei mir wieder. Und jetzt bist du da, erzähle. Ja, das war so. Also vorhin hat ja dann das Telefon bei mir geklingelt. Ja, wir haben dich nochmal angerufen. Genau, bis dahin habe ich es mir nicht getraut. Echt, den ganzen Tag vor dir hergeschoben? Ja, genau. Und in der letzten Minute habe ich es ihm erzählt. Aha. Und erst hat er natürlich, also ich habe dann halt drumherum erst geredet und gesagt, ja, und ich arbeite. Ja, und er war ja, was arbeitest du? Und dann habe ich es doch irgendwann einfach so ganz schnell rausgeplappert. Ja. Ja, und dann hat er natürlich erst ganz verdutzt geguckt. Geschluckt? Ja, genau. Aber dann irgendwie, weiß ich nicht, also er hat nicht entsetzt reagiert, dann haben wir die ganze Zeit drüber geredet und ich glaube schon, dass er damit gut zurechtkommt. Ich habe es mir ja gedacht. Ja. Er hat ja schon so, wie du mir das gestern erzählt hast, so gewisse Andeutungen gemacht, dass er das vielleicht dann doch nicht so ganz schlimm findet. Nee, ich habe es mir auch viel, viel schlimmer vorgestellt. Ja. Ich bin jetzt auch froh, dass ich es endlich hinter mir habe. Und du meinst, dass die ganze Sache jetzt nicht eure Liebe irgendwie belastet oder behindert? Nee. Nee, ich glaube, okay, für ihn ist es jetzt zwar schon ein bisschen komisch, er muss damit jetzt erstmal zurechtkommen, aber er meinte so, solange da nichts anderes ist, also Verkehr oder so. Das war ja ein wichtiges Argument, ne? Dass ja, du, das war die, das Wichtigste, ja, dass das du stimmt. Die Männer behandelst, sag ich mal, auspeitscht und was man alles machen muss. Ja. Aber es kommt zu keinem direkten geschlechtlichen Kontakt zwischen dir und den Männern. Ne? Ja, sonst hätte er auf jeden Fall auch was dagegen gehabt, hat er gesagt. Er wollte dich übrigens auch noch mal kurz sprechen. Ja, gib ihm mal. Ja, warte, ich gebe ihm mal, ja? Ciao. Ciao. Ja, hallo Domian. Wer ist es? Ja, also es ist so, ich muss kurz vorweg sagen, ich höre deine Sendung seit 2 Jahren ungefähr und sie hat mir gestern hat das alles auf Kassette aufgenommen. Ja, sag mir erstmal deinen Namen. Dennis. Dennis, ja. Ja, und sie hat mir das halt vorgespielt und erstmal habe ich gedacht, irgendwie irgendein Kumpel von mir hat das halt so aufgesprochen, dass es sich so anhört, als es von dir wäre. Und ja, ich habe das überhaupt nicht geglaubt am Anfang. Ach, sie hat es ja gerade so erzählt, als hätte sie dir das so live gesagt. Ja, sie hat es mir erst gesagt und hat gesagt... Und dann die Kassette. Nein, sie hat gesagt, pass auf, ich muss dir was erzählen und so. Und ich kann es dir nicht selber erzählen, ich musste dieses Tonband erstmal vorspielen. Ach so. Und dann habe ich gedacht, ja, klar, das ist auf jeden Fall nicht Domian und so. Irgendjemand hat sich so getan. Ich habe deine Stimme natürlich sofort erkannt. Also lag ich aber mit meiner Einschätzung, dass du sie jetzt nicht fallen lässt, richtig, ne? Ja, nicht fallen lässt ist richtig, ja, nur ich muss sagen, also im Moment, ich weiß gar nicht, was los ist irgendwie so, weil sie ist halt ein Mädchen, wenn du sie kennen würdest, irgendwie würdest du niemals sowas von ihr denken, also man denkt so, okay, sie hat sich in letzter Zeit ihre Haare schwarz gefärbt und so, und ich habe schon gemerkt, dass da irgendeine Veränderung vor sich geht. Was hast du denn gedacht? Sie hat ja viel Geld verdient, hat sie mir gestern erzählt, das hast du mitbekommen. Ja. Was waren denn so deine Mutmaßungen, was sie gemacht hat in den letzten Monaten? Ja, ich muss dazu sagen, also ihre Eltern sind ziemlich wohlhabend und ich habe gedacht, dass von daher vielleicht eine Menge Geld fließt so in ihre Hände. Damit habe ich auf gar keinen Fall gerechnet. Ich meine, ich kenne ihre Freundin, was sie dir auch erzählt hat. Genau, die Freundin macht das ja auch. Und dadurch ist sie ja auch daran gekommen. Ne? Richtig, ja. Was ist denn das jetzt in dir für ein Gefühl? Also ich versuche das mal so nachvollziehen. Wenn mir meine Freundin das gerade erzählt hätte, hätte ich schon ein bisschen dran zu schlucken. Auf jeden Fall, weil am meisten hat mir dieses richtig wehgetan. Es war wie ein Stich ins Herz, wo du gesagt hast, fährst du den Männern halt an den gewissen Teilen und sie sagte dann so, ja, das mache ich zwar, aber ich habe keinen Verkehr. Und dieses Gefühl, weißt du, diesen Menschen, den du über alles liebst, der dann halt anderen Leuten dahin fährst, wo es Männer gerne haben, sage ich mal, dieses Gefühl, dieses zu hören, das ist ein wahnsinniger Schmerz im ersten Moment, wo du das hörst. Weil wenn du es nicht weißt und sie ist den ganzen Tag weg und sie hat dich über 2-3 Monate belogen im ersten, also naja, sie hat mich ja wirklich belogen von vorne bis hinten und dann hörst du sowas, ich backe den Männern halt dahin. Es tut wahnsinnig weh, wirklich, es ist ein wahnsinniger Schmerz. Aber ich finde es gut, dass sie dir jetzt die Wahrheit gesagt hat.
Und du musst ja auch vielleicht ein bisschen Verständnis für sie haben, dass sie Angst hattest, dir zu erzählen. Sie hat es ja dir nicht erzählt, weil sie Sorge um eure Liebe hatte. Ja, das ist richtig, aber ich meine auch, wenn sie mich von vornherein gefragt hätte, irgendwie so, pass auf, ich möchte halt gerne arbeiten, wir können da eine Menge Geld verdienen. Ich muss so sagen, ich hatte in den letzten Monaten, also in den 2 Monaten, sehr viel Vorteile dadurch, dass sie da gearbeitet hat, ohne es zu wissen. Was machst du denn vom Beruf? Ich bin Maler. Du bist Maler, dann verdienst du natürlich viel weniger Geld als sie. Ja, viel weniger. Ich mache auch nebenbei halt noch ein bisschen Schwarzarbeit und so. Und wir kommen halt eigentlich, wir haben genug, ich sag mal, selbst wenn sie das nicht arbeiten würde und ihren alten Beruf zurückgehen würde, hätten wir beide noch genug Geld, um klarzukommen. Würdest du das lieber sehen, wenn sie das machen würde? In den alten Beruf zurückgehen? Ja. Also irgendwie schon, weil... Wie meinst du denn, wie das jetzt weitergeht zwischen euch beiden? Du willst du auf jeden Fall bei ihr bleiben? Ja, ich möchte sie auf gar keinen Fall aufgeben, weil ich sie über alles liebe, aber dieses, wenn sie jetzt morgens rausgeht und ich weiß genau, irgendwie so, sie hatte halt ihre Lederklamotten an und hat eine Peitsche in der Hand. Ja. Dennis, sie ist doch vielleicht ganz einfach so, als wäre deine Freundin Ärztin. Die packen auch schon mal an gewisse Stellen. Es ist eine Dienstleistung, die sie da... Ich kann aber diesen Gedanken nicht vergessen, dass sie was mit diesen Männern irgendwie... Dass sie, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, dass sie... Ich will dir das auch nicht jetzt nahe bringen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich an deiner Stelle genauso reagieren würde und auch erstmal sehr irritiert wäre. Und das ist ja jetzt alles ganz frisch. Sie hat dir das ja gerade erst gesagt. Ja, jetzt müsst ihr beide erstmal ein bisschen zueinander finden und du musst dich mit dem Gedanken anfreunden. Ja. Aber positiv und gut daran ist auf jeden Fall hundertprozentig, dass sie dir das gesagt hat. Ja, das und schon, aber weißt du, was ich auch traurig finde? Ich finde es traurig, dass sie nicht diesen Mut hatte, mir es von alleine zu sagen, dass sie praktisch dich benutzt hat, um es mir zu sagen. Sie hätte auch genauso gut am Anfang, vielleicht hätte zu ihr gesagt, okay, pass auf, geh da erstmal hin und guck dir das alles in Ruhe an. Vielleicht hätte ich so drauf reagiert, ich weiß es ja jetzt nicht, weil ich mit einer ganz anderen Sache konfrontiert werde, wenn jemand kennst und wenn sie es mir von vornherein gesagt hätte, hätte ich gesagt, okay, pass auf, geh da erstmal hin, guck dir das mit an, wie es läuft und nicht irgendwie so, ja, ich mache das schon seit 2 Monaten, dann ist es was ganz anderes. Ich kann jetzt auch nicht einfach zu ihr sagen, hör damit auf oder so, weil wenn sie es mir von Anfang an gesagt hätte, hätte ich vielleicht ganz anders darauf reagiert. Das ist ja wahrscheinlich mulmig auch vor dem nächsten Tag, wo sie arbeiten geht. Genau, ja, das ist das Allerschwierigste für mich. Geht sie morgen arbeiten? Nee, Montag erst. Montag erst, ja. Und dann werde ich wieder die ganze Zeit daran denken, irgendwie so, ja, sie ist da jetzt halt und... Dennis, ist wirklich schwierig. Ist wirklich schwierig. Und ich verdammt schwierig. Ich kann das super nachvollziehen, was in dir abgeht jetzt. Ich habe jetzt aber gestern ziemlich lange mit der Saskia gesprochen und gerade auch nochmal. Mein persönlicher Eindruck ist, dass das ein verdammt nettes Mädchen ist. Ja, ist es. Eine tolle Frau. Ich hatte schon viele Mädchen, also, aber ich habe noch nie für ein Mädchen so empfunden wie für sie. Ich habe noch nie auch mit einem Mädchen zusammengelebt. Jetzt macht ihr beiden euch das Wochenende mal schön. Und nun ist es raus, die Wahrheit liegt auf dem Tisch und versucht euch mal dran zu gewöhnen. Und ich würde gerne mit euch beiden in Kontakt bleiben. Ja. Können wir denn mal so vielleicht verbleiben, dass wir so in 10, 14 Tagen nochmal miteinander telefonieren? Ja, auf jeden Fall. Ich würde dann auch gerne mit dir nochmal reden, wie du es dann so verkraftet hast und wie es weitergegangen ist. Ich muss auch dazu sagen, also nochmal ganz kurz irgendwie so, ich habe zwar am Anfang schon mal gesagt, dass ich dich seit 2 Jahren höre und so, und ich bin wirklich, ich glaube, einer der größten Fans von dir. Mal höre ich das auf Kassette und sie redet damit irgendwie mit Domian und ich habe dann gedacht, nee, das kann doch irgendwie gar nicht sein und so, das bist du nicht und das ist nicht Domian und was ist da überhaupt? Ich habe im ersten Moment gar nicht auf das gehört, was sie redet, sondern mehr auf das, was du redest und dass sie dann halt mit dir geredet hat. Und schon so ein bisschen Schock auch, ne? Ja, richtiger Schock. Ja, also ich habe im ersten Moment darüber nachgedacht, ob ich jetzt am besten meine Sachen packe und einfach weg, erstmal raus und irgendwie, ich weiß auch gar nicht jetzt im Moment, wie es weitergehen soll, wenn ich ehrlich bin. Also es hört sich vielleicht einfach, für manche Leute würde es sich ziemlich einfach anhören, dass ich irgendwie so denke, okay, sie arbeitet in Domina. Also nee, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Nein. Das ist wirklich nicht einfach. Lieber Dennis, sollen wir so verbleiben? Ihr beiden beschäftigt euch jetzt miteinander, jetzt und auch dann am Wochenende. Und wie gesagt, wir werden euch dann nochmal unter der Nummer, die wir haben, euch nochmal anrufen. Ja, das wäre, ja, okay. Und dann würde ich gerne mit dir und mit Saskia auch nochmal reden. Okay, ja. Klar. Alles Gute und schönen Gruß an Saskia. Ja, vielen Dank. Tschüss. Jetzt ist die Maria am Telefon. Maria, 46 Jahre. Ja, hallo Domian. Hallo Maria. Was ist denn dein Thema?
mein Thema. Ja, ich habe ein bisschen Probleme auf meiner Arbeit. Und zwar arbeite ich in einem Haus für hilfsbedürftige Menschen. Mhm. Und vor kurzem kam einer von denen, der nicht richtig und gut reden kann, und sagte einem Kollege den Namen und dass er ihm Popo hauen würde. Der Kollege den hilfsbedürftigen Menschen versohlt, oder wie? Ja, der hat nur gesagt Popo hauen. Mhm. Und da habe ich mir erst anfangs noch gar nichts, und dass er Angst hätte vor ihm. Sag mir mal, was ist das für ein Haus, hilfsbedürftig? Nee, das möchte ich nicht so gerne sagen. Mhm. Aber es ist so eine Art Heim, ist das? Ja. Mhm. Ja. Weil da ist auch Nachtschicht. Mhm. Okay, ja, okay. Mhm. Ich möchte da also nicht irgendwie was verbreiten, was vielleicht auch gar nicht stimmen mag. Mhm. Aber ich merke nur, dass er wahnsinnig Angst vor ihm hat. Also auch Eltern merken und mich auch darauf ansprechen. Und dann war vor kurzem eben halt, dass er eine Platzwunde am Kopf hatte. Mhm. Und das war in seiner Schicht. Und da habe ich im ersten Moment, warum, weiß ich nicht, vom Gefühl her, das ist nicht so gelaufen, wie er das gesagt hat. Mhm. Und vor kurzem habe ich den dann auch darauf angesprochen. Bei ihm muss man immerhin, also nicht den Kollegen, sondern den Hilfsbedürftigen. Mhm. Und habe dann zu ihm gesagt, also wie das denn passiert ist, so auf die Art. Und der Kollege hatte gesagt, dass er im Zimmer passiert. Mhm. Und er sagte mir, nein, im Bad. Und er war mir im Kopf gegen das Waschbecken geknallt. Mhm. Ja, und dann ein paar Tage später hatte er blaue Flecken auf dem Oberkörper. Und da habe ich mir auch noch gar nicht so viel gedacht anfangs und habe gedacht, ach, vielleicht kam das durch Kollegen oder so auf Arbeit. Und einen Abend war das dann, dass er oben auf den Schultern, also ganz so, als wenn einer mit einem ganz festen Griff gepackt hat, so als wenn er zu Blut unterlaufen wäre. Also du hast die ganz schlimme Vermutung, dass dieser Kollege, der im Pflegedienst oder im Versorgungsdienst da arbeitet, dass der diesen hilfsbedürftigen Menschen misshandelt. Ja. Das, ne, das ist die Vermutung, die du hast. Hast du diese Vermutung, oder anders gefragt, nehmen die anderen Kollegen dieses denn auch wahr? Haben die auch irgendwas schon mal? Nein, nur den einen Tag, wo ich also die Flecken auf den Schultern gesehen habe, da habe ich in Doppelschicht gearbeitet und habe dann meine Kollegin geholt und ihr das gezeigt. Mhm. Und wir haben uns beide nur angeguckt und gesagt, ja, das müssen wir ja wohl beobachten. Mhm. Aber wir haben da so noch kein Wort drüber gesprochen. Mhm. Weil also da ist auf jeden Fall jetzt eine Kollegin mit einbezogen. Ne? Wie du sagst. Auch am nächsten Tag war ich auch irgendwo schon drauf und dran, der Chefin das zu zeigen. Mhm. Aber ich weiß, ich wusste echt nicht, also ich habe überhaupt nicht geschlafen. Ne? Es gibt ja nichts Gemeineres, als wenn man die Wut, vor allen Dingen wenn man im Pflegedienst arbeitet, an solche Menschen auszulassen. Es gibt nichts Gemeineres. Ja. Und wenn du jetzt, wenn du jetzt sogar eine Kollegin da auch mit einbezogen hast, die das auch beobachtet, und sich das jetzt nochmal wiederholt, dann sagt es auf jeden Fall der Chefin. Sagt es auf jeden Fall der Chefin. Was soll ich dir sagen? Ich es ist, das ist so schwierig, weil wenn ich sagen würde, hier so, mein Kollege, der kann möglich sein, dass der handgreiflich wird, das ist ja eine Verleumdung, die ich mache. Du hast mit, du so ganz konkret hast du den Kollegen aber noch nicht angesprochen. Nein. Was hältst du denn von dem Weg, dass du und deine Kollegin, die ihr beide das beobachtet habt, erstmal mit dem Kollegen sprecht? Und wir hatten wohl damals ihn mal angesprochen, dass er das immer sagt hier, dass er Angst vor ihm hat. Mhm. Ne? Mhm. Hat er nur gesagt, rausgeredet. Ne? Mhm. Was für mich auch so, wie soll ich jetzt sagen, an dem Tag, wo ihm halt, oder ein paar Tage später, wo er die Platzwunde hatte, hat er versucht, also mir die Schuld in die Schuhe zu schieben, weil der Rollstuhl in dem Zimmer war. Ne? Mhm. Und das fand ich so total gemein irgendwo. Ja, vielleicht ist das der bessere Weg, dass du mit deiner Kollegin, mach es nicht alleine, sondern du mit deiner Kollegin zusammen, diesen Kollegen mal ins Visier nehmt und mit dem sprecht, Klartext redet. Dass ihr den Verdacht habt, dass da irgendwas sehr schief läuft. Und je nachdem, wie er sich verhält, schießt einfach einen Warnschuss ab, dass ihr ihn in dem Sinne warnt, dass ihr das der Chefin weitergibt, wenn das nicht sofort aufhört und unterbleibt. Das wäre der saubere Weg. Dann hat das auch nichts mit Anschwärzen und Denunziationen zu tun. Dann habt ihr erst mit ihm geredet und wenn es dann nichts hilft, dann geht so schnell wie möglich zu der Chefin. Ich finde, das müsst ihr machen. Ja, ich habe auch so
so die Gefühle, wenn da wirklich mal was Schlimmeres passiert. Eben, ja, eben. Ich würde mich total schuldig fühlen, weil ich ja in dem Moment irgendwo schon spüre, so innerlich, dass da irgendwann was abläuft, und weil ich nichts gemacht habe. Aber mache ich was, also komme ich in Teufels Küche, wenn es wirklich nicht stimmen soll. Ja, aber die Indizien sprechen dir nur sehr dafür, für diese Vermutung. Ja. Also Maria, ich würde diesen Weg gehen und ich glaube, dass es auch der richtige Weg ist. Und nehme bald was, halt ja immer die Ängste auch von diesen Menschen vor Augen, ne, die der aushalten muss. Der hat wahnsinnig Angst. Ja. Die Mütter sprechen mich ja schon an. Mhm. Also unternehmt was und ich wünsche euch dabei richtig guten Erfolg. Lasst das nicht sich weiterentwickeln. Mhm. Viel Glück und alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Maria. Tschüss. Der Jan ist dran. Und der Jan lacht so ein bisschen. Hallo. Und der ist 16 Jahre alt. Ja. Hi. Hallo. Na? Es ist echt super, dass ich da durchgekommen bin. Ja. Freust du dich? Ja, schon. Ich bin auch regelmäßiger Kuckuck da in der Sendung. Von wo rufst du an, Jan? Aus welcher Gegend? Ich tippe mal. Aus Süddeutschland. Genau. Ich dachte es mir schon. Woran hast du es gemerkt? Ach ja, ich weiß auch nicht. Du sprichst irgendwie so nordisch. Und habe ich gedacht, das kann eigentlich nur Süddeutschland sein. Aha. Was ist dein Thema? Also ich stehe vor ein relativ großes Problem, weil eine gute Freundin von mir, also platonisch verweise, die hat mir jetzt einen Brief geschrieben. Liebesbrief. Aha. Aber das Problem ist jetzt... Also keinen platonischen Liebesbrief, einen wirklichen Liebesbrief. Ja. Aber das Problem ist jetzt halt, sie ist 12. Wie ist es denn überhaupt, das ist ja schon eine ungewöhnliche Verbindung, ein 16-jähriger Junge und ein 12-jähriges Mädchen, wie ist es überhaupt zu dieser platonischen Beziehung gekommen? Ja, ich kenne sie halt durch meine Schwester und sie war halt auch mal hier und haben uns halt kennengelernt und so. Und habt ihr denn viel miteinander auch zu tun? Weniger eigentlich. Und warum sagst du dann, dass das so eine platonische Freundschaft sogar ist? Zur Freundschaft gehört ja eine ganze Menge, dass man sich viel erzählt, dass man viel miteinander unternimmt. Ja, das ist halt einfach so, ich kenne die halt. Ist vielleicht auch eher vielleicht so eine gute Bekanntschaft, könnte man eher so sagen. So, ja. Jetzt hat das Mädel dir einen Liebesbrief geschrieben. Sie ist richtig verknallt in dich. Was empfindest du denn für sie? Ja, ich kann sie auch sehr gut leiden. Aber eigentlich doch nur mehr platonisch, oder? Weniger eigentlich. Also ich würde es nicht sagen, dass ich auch in sie verliebt bin, aber schon ein bisschen verknallt. Also schon. Aber es ist halt jetzt einfach bloß so... der Altersunterschied. Sie ist sehr viel jünger als du. Eben? Sie ist nun wirklich sehr viel jünger als du. Mhm. Und das kann wirklich große Schwierigkeiten mit sich bringen. Und wenn du nicht so über beide Ohren verliebt bist, und das scheinst du nicht zu sein, du findest die, glaube ich, nett, ne? Und sehr sympathisch, aber du bist nur auch nicht Tag und Nacht mit Gedanken mit ihr beschäftigt, dann würde ich dir aber raten, da die Finger von zu lassen. Jan. Aber es ist halt auch so, sie sieht äußerlich auch nicht wie 12 aus. Die ist... aber sie ist ja ein Kind, sie ist ja noch ein Kind, ne? Sie ist ja ein Kind mit 12 Jahren. Und das ist für dich sehr schwierig. Du bist immerhin schon 16 Jahre alt. Wie lange, wann wirst du 17? In 8 Tagen. Ja, also schon 17 Jahre alt. Das ist eine sehr, sehr komplizierte Beziehung, die nur mit Einverständnis der Eltern laufen könnte und... Also ich würde dir raten, wenn es irgend geht, auf Distanz zu gehen. Und dir ein Mädel deines Alters zu suchen. Oder ein bisschen älter, oder weiß ich was. Hast du schon eine Freundin gehabt? Ja. Und wie lange ist das jetzt her, dass das vorbei ist? Noch nicht so sehr lange. Noch nicht so sehr lange. Und wie alt war die? Die war in meinem Alter. Also ja, ein guter Tipp, glaube ich. Lass die Finger davon. Lass die Finger davon. Könnte zu kompliziert alles werden. Meinst du das, kriegst du hin? Ja, denke ich schon. Ja? Viel Glück. Ja. Tschüss, Jan. Tschüss. 1:29, 40 Sekunden. Das heißt, wir machen eine Pause.
Freunde, wir machen weiter. Hier ist 1 Live Domian, das Talkradio aus Köln vom WDR. Von Radio 1 Live und dem WDR Fernsehen. Heute sind wir wieder ganz offen für alle eure Themen. Und wenn ihr einfach nur Lust habt, mit mir zu reden, über welche Themen auch immer, über ernste oder über witzige oder abgefahrene Sachen, dann ruft einfach an unter 0130 29 11 oder faxt mir unter 0130 11 51 22 oder mailt mir. Die E-Mail-Adresse lautet 1live@wdr.de. Und bevor es jetzt weitergeht, gibt es eine kleine Domian-Postecke. Es geht los mit einem schönen Kompliment, mit einem positiven Fax. Und zwar mit Andreas von Andreas 25 aus Aschaffenburg. Und der schreibt: Hallo Domian, du wirst auch bei uns hier allmählich zur Kultfigur. Sowas für dich gibt's nur einmal im deutschen Fernsehen. Das geht runter wie Butter. Das hören wir gern. Dann schreibt der Andreas weiter: Wann wirst du endlich zu einer früheren Stunde auf dem Bildschirm sein? Lieber Andreas, diese Frage bewegt auch mich. Ich weiß es nicht, aber wir sind ganz guter Dinge und schauen optimistisch in dieses Jahr 1998. Vielleicht ergibt sich da ja irgendetwas. Dann ein kritisches Fax. Ohne Absender und ohne Anrede, einfach nur so dahingeschrieben. Es schreibt jemand: Findet ihr es gut, dass in der Sendung von 1 Live Domian Werbung für Alkohol Meister, was meint er damit, auf dem Hemd von Domian gemacht wird, wo diese Sendung von Jugendlichen gesehen wird? Also lieber Anonymous, wir finden das natürlich auch nicht gut. Wir sind völlig empört und sagen nur Pfui zu Alkoholwerbung in Sendungen, wo auch Jugendliche zugucken. Dann ein Fax, ein Service-Fax, finde ich interessant, von Markus, der auch gleich oben drüber geschrieben hat: Bitte vorlesen, unbedingt vorlesen. Hallo Domian, ein Tipp für alle Zuschauer, die dich über Satellit empfangen. Das ist wirklich interessant, wusste ich nicht, dass das so funktioniert. An den Tagen, an denen das Talkradio nicht oder nicht von Anfang an im Fernsehen übertragen wird, ist ein Empfang über Astra dennoch möglich. Man muss dazu nur den Sat-Receiver am Sat-Receiver den Tonunterträger umstellen. Radio 1 Live wird nämlich über denselben Astra-Kanal ausgestrahlt, wie das WDR Fernsehen, nur eben auf einem anderen Tonunterträger. Also man muss den Tonunterträger umstellen. Was immer das so heißen mag, aber ihr Technik-Freaks werdet wissen, wie man das macht und was man da macht. Ein kritisches Fax, ein kritisches Mail aus Ennepetal. Hallo Domian, du hast zwar ganz gute Themen drauf, aber ich finde die Art und Weise, wie du deine Anrufer behandelst, zum Kotzen, schreibt Tanja aus Ennepetal. Was soll ich darauf sagen? Ich weiß nicht, was ich darauf sagen soll. Ich kann der Tanja nur dringend raten, immer einen ganz großen Eimer neben den Fernsehsessel zu stellen, wenn sie diese Sendung hier schaut. Denn wir alle wollen ja nicht, dass sie sich irgendwie da was schmutzig macht in ihrem Wohnzimmer. Und noch ein Fragefax, ein Problemfax von Daniel. Daniel schreibt: Hallo Domian, ich habe da ein Problem. Und zwar bin ich noch in der Schule und besuche die 10. Klasse. Und da kommt es manchmal vor, dass mein Tischnachbar im Deutschunterricht anfängt zu onanieren. Unsere Deutschlehrerin hat das auch schon bemerkt. Und dabei werde ich auch immer von der Seite angeguckt. Aber ich habe noch nie im Unterricht onaniert. Sollte ich vielleicht mit meiner Lehrerin darüber reden? Grüße, und das fragte Daniel, 17 Jahre alt. Also Daniel, ich bin der Auffassung, du solltest erst dann mit deiner Lehrerin reden, wenn du im Deutschunterricht auch mal onaniert hast. Alles klar? Ende der Postecke. Es geht weiter mit Paul. Und Paul ist 26 Jahre alt. Hi. Hallo, ist Paul? Ja. Mein Thema ist Glaube. Glaube an Gott. Ja. Und zwar, bei mir ist das so, ich habe einen ganz ziemlich lebendigen Glauben, also dass ich jeden Tag mit Gott rede, die Bibel lese, und es mir sehr viel hilft. Bist du in einer Kirche organisiert? Ja, in einer freievangelischen Gemeinde. Ja, ja. Und es fing so an, dass ich zwischen 16 und 19, Ende 19, ja, also nichts mit Gott so am Hut hatte, davor so ein bisschen durch die Eltern. Aber mir hat etwas gefehlt, merkte ich. Also irgendwie, ich hatte Mädels und wir hatten Partys gefeiert, alles. Aber mir fehlte irgendwie noch was, was ich nicht hatte. Und so habe ich
mit meinem Opa geredet und er hat mir das empfohlen, dass ich mal mit Gott versuche. Er hat gesagt, versuch's doch mal mit Gott. Und da hast du gesagt, gute Idee, ich versuch's mit Gott. Ja, also er war, es so einfach? Nein, nein. Er hat aus seinem Leben erzählt, er war Alkoholiker, jahrelang, also 20 Jahre lang. Und hat seine letzte Adresse, sage ich mal, um Hilfe zu holen, war Gott. Und er hat es so gesagt, dass Gott ihn aus der Sucht da befreit hat. Aber nun hattest du damals auch ein aktuelles Problem? Dein Opa war Alkoholiker. Hattest du auch irgendein Problem, weswegen du jetzt so dringlich irgendwie irgendwo Hilfe gesucht hast? Also so großes Problem wie Alkoholiker oder so hatte ich nicht, also auch so. Aber er hat mir erzählt, dass es was bringt. Es bringt Lebensfreude und Zufriedenheit. Und so habe ich das auch versucht und habe gebetet. Ich habe noch nie gebetet so richtig. Und ich habe gemerkt und merke es immer noch seitdem, dass es sehr viel bringt. Was hat es dir denn bisher hauptsächlich gebracht? Du bist 26 Jahre jetzt alt, also schon eine ganze Menge, dann gläubiger Christ. Was, wenn man das überhaupt so aufzählen kann, was ist denn das, was am meisten für dich im Moment dabei rumgekommen ist, sagen wir es mal so leger? Ja, ich fühle wirklich Zufriedenheit. Ich lese Zeitung viel und gucke Fernsehen so und ich sehe, dass viele Menschen ihre irgendwie Unzufriedenheit ganz mit vielen verschiedenen Dingen irgendwie besänftigen wollen oder irgendwie Erleichterung irgendwie auch haben möchte im Leben. Und vieles versuchen, aber irgendwie ist oft... Gab es ein Problem in deinem Leben, dass Gott hat dir lösen geholfen? Nee, so war es, glaube ich, nicht formuliert. Aber wo Gott dir geholfen hat, es zu lösen? Ja, also zum Beispiel, ich habe geraucht damals und ich war sportlich sehr tätig so und wollte damit aufhören. Und ich habe es versucht und ich habe das nicht hingekriegt. Und Gott hat dir jetzt geholfen, vom Rauchen wegzukommen? Ich habe ehrlich gebetet, dass Gott, wenn es ihn gibt, dass er mir hilft da. Und? Und ich habe die halbe Schachtel Zigaretten weggeworfen. Ich habe es zurück weggeworfen. Und seitdem war es weg. Das ist ja ein Ding. Von heute auf morgen? Von heute auf morgen. Ganz plötzlich? Ganz plötzlich. Was meinst du, wie viel Kettenraucher dich jetzt beneiden, die vielleicht schon tausendmal versucht haben, davon wegzukommen? Ja, mein Kollege, der... Du hast die Schachtel weggeworfen, hast einmal angefangen zu beten und schon hat's geklappt. Ja. Das ist ja doch. Mein Bruder war es die Heroinabhängigkeit. Ja. Dass er 4 Jahre lang Heroin gespritzt hat. Er hatte viele Probleme gehabt mit Polizei und so persönlich, dass er sah, er geht dem Ende zu, so. Hat auch selbst versucht, Entzug zu machen und so, solche Sachen. Das ist ein positiver Aspekt gewesen. Also du hast das Rauchen jetzt dran gegeben. Inwiefern hat sich dein Leben denn sonst so verändert durch den Glauben? Also dass ich persönlich morgens sofort, dass ich Gott sage, ich gehe jetzt in den Tag zur Arbeit, ich möchte, dass du mich bewahrst und auf der Arbeit mir Erfolg schenkst. Aber ganz persönliche Dinge, egal welche Gedanken ich auch habe, das sage ich Gott. Lieber Paul, ich weiß nicht, ob du mich gut kennst oder ob du diese Sendung sehr oft verfolgst. Das, was du erzählst, kann ich aus meiner früheren Zeit, aus meiner Jugendzeit kann man nicht sagen, aber da war ich so 20, 23, 24, 18, sehr gut nachvollziehen. Ich habe damals auch empfunden, ich empfinde heute nicht mehr so, aber ich kann es gut nachempfinden, dass man sich in dem Glauben dann auch so geborgen fühlt. Und das ist sicher auch eine gute Sache. Und es tut dir gut, also ist alles in Ordnung. Ja, weil auch, dass es für dich so bleibt. Die Information über Gott kennen wir auch aus der Bibel. Und sie ist ja bis jetzt auch noch nicht widerlegt worden, auch so von Wissenschaftlern nicht. Auf die Diskussion lassen wir uns jetzt nicht ein. Du fühlst dich gut dabei und das ist die Hauptsache. Ja, ich empfehle es jedem Menschen. Natürlich, aber wir wollen jetzt nicht missionieren. Okay. Tschüss, Paul. Tschüss. Ciao, alles Gute. Ja. Sigrid, 43. Ja, hallo. Hallo Sigrid. Grüß dich. Ja. Also Jürgen, wir kennen uns schon, du hast mich vor Jahr mal angerufen, weißt du noch? Nee, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ja. Weißt du, mit wie vielen Menschen ich schon gesprochen habe hier? Ja, okay. Mittlerweile sind es 6.000. Ja, erstmal tut dein Vorgänger, also was er sagt, also Gott ist total scheiße, will ich dir ganz ehrlich sagen. Für dich, also, sagen wir es, ja, genau, ne? Das kann man muss das ja respektieren, wenn jemand für sich den Weg so gefunden hat. Ne? Das sehe ich, aber für mich ist das totaler Käse, weißt du. Deshalb hast du aber nicht angerufen? Nee. Ja, guck, ich bin jetzt seit 22 Jahren verheiratet und mein Sohn ist 15. Und seitdem mein Sohn geboren ist, habe ich mit meinem Mann nicht mehr geschlafen. Seit 15 Jahren nicht mehr? Nö.
Ja, ich würde mich ja gerne scheiden lassen, aber weißt du, wenn ich mir scheiden lasse, was soll's? Da stehe ich ganz alleine da und hab keinen mehr. Ja, was soll ich machen? Ich meine, ist gut, ich tue die ganze Familie ernähren. Mhm. Mein Mann ist arbeitslos, mein Junge kriegt keine Lehrstelle. Siehe, das haut mich jetzt wirklich um. 15 Jahre hast du jetzt keinen Sex mehr gehabt. Du hast 15... Nee, ich habe ja immer mal Freunde, nee. Ach so. Aber die sind alle verheiratet, was soll das? Du hast 15 Jahre mit deinem Mann nicht mehr geschlafen, genau. Hast aber nebenher irgendwie Affären. Ja, ich meine, so alt bin ich ja noch nicht mehr. Nein, natürlich nicht. Deswegen wunderte mich das auch, wie du das aushältst. Wäre meine nächste Frage gewesen. Ja. Also du hast so One-Night-Stands, wie man das so sagt. Ja, genau. Wie kommst du denn an die Männer ran? Wo lernst du die kennen? Na, ich war mal auf der Dating-Line eine ganze Weile. Mhm. Ich habe in Köln mal gearbeitet und habe ich sogar jetzt noch einen, der mich immer mal besucht. Aber der kommt halt alle 2 Monate mal. Der ist so um die 60 rum, weißt du. Aber wie geht das dann, wenn dein Mann auch da ist? Nee, der weiß da Bescheid drüber. Ach, der weiß ja Bescheid drüber? Ja, genau. Wie, dann sitzt der nebenan im Wohnzimmer mit einer Flasche Bier und guckt Fernsehen? Nee, der kam letztens hier und da hat er geklingelt und ich lag auf der Couch, hab geschlafen und er wollte mich abholen. Mhm. Also wir machen das nicht daheim. Der holt mich dann ab und dann fahren wir in der Nacht ins Hotel und mein Mann weiß Bescheid. Weißt du, so auf die Art. Was ist denn mit eurem Eheleben los? Warum klappt das denn zwischen euch beiden nicht mehr? Ich weiß es. Also, keine Ahnung. Wollte er damals nicht mehr oder hattest du keine Lust mehr? Der hat ungefähr das Gefühl gehabt, der hat seine Pflicht erfüllt und auf einmal war im Schluss, ja. Das Kind war da und nur... Ja, und jetzt Sense. Hat er denn auch eine Freundin ab und zu? Nee, der hatte mal eine, aber der jetzt absolut nicht mehr. Also gar nicht mehr. Meinst du denn, dass... Ist er in deinem Alter? Dann, ja, der ist 45. Also hat er nun auch seine Bedürfnisse. Wie lebt er das? Wir haben getrennte Schlafräume. Also ich schlafe in der Stube und gucke dir jeden Abend zu und ehrlich nebenan. Aber er guckt sich ab und zu, glaube ich, mal Pornohefte an, aber weiß ich nicht. Also das ist. Also ist das so eine Zweckgemeinschaft, die ihr da führt? Ja, genau. Ne? Also ich habe es ab und zu mal probiert, aber weißt du, wenn du 3, 4, 5 Mal probierst und wirst nur hier beiseite und dann. Mhm. Streitet ihr denn viel auch so über Alltagsprobleme? Ja, genau. Das schon. Also es ist auch keine gute Zweckgemeinschaft. Ja. Nee, also wir haben uns nur noch in der Wolle. Und ich glaube, mein Junge hat jetzt das Programm in seinem Kinderzimmer auch drauf. Der hört uns jetzt, glaube ich, auch zu. Mhm. Bei ihm habe ich auch das Problem, da sind viele Kumpels da und da ist hier Cannabis. Ich weiß nicht, ob du dich damit alles kennst. Cannabis, ja. Ich denke schon, ja. Ja, da sind die empfohlen am Dampfen, ja, und da ist die Bude und da gibt es jeden einen Krach, weil es so laut wird. Mhm. Ja, und denkt dann immer, ich bin die Böse, weißt du, und haben wir schon Schwierigkeiten mit Nachbarn, dann wird die Musik zu laut und so weiter und so fort. Und ist dir das denn recht? Ich meine, du erzählst jetzt sehr intime Dinge, dass dein Sohn das mithört. Das ist, also er weiß das ja. Er weiß das alles. Ja, er weiß das. Es geht mir das nicht richtig in den Kopf, Sigrid, dass ihr euch nicht scheiden lasst. Warum nicht? Also ich würde ja gerne, wenn ich jetzt irgendjemand hätte, der jetzt sagen würde, na, ruhig zu, also ich akzeptiere dich, ich würde dir helfen bei der Scheidung. Wo ist aber, guck, wir waren selbstständig, wir hatten eine Kneipe. Und aber er kriegt kein Arbeitslosengeld, keine Sozialhilfe, nichts. Wir haben einen Haufen Schulden. Ja. Der Junge hat keine Lehrstelle gekriegt. Also fühlst du dich für deinen Mann auch mitverantwortlich? Ja, ne, ich habe 1600 Mark für 3 Personen im Monat. Und dann weißt du, was er übrig bleibt. Was wäre denn, wenn ihr euch jetzt scheiden lassen würdet? Würde er dann vollkommen, wie würde er leben? Was würde mit ihm passieren? Ja, ich glaube, der müsste sich im Brückenfahrer suchen. Und da hast du auch ein schlechtes Gewissen, dieses jetzt so voranzutreiben. Irgendwie würde der total untergehen, ja. Habt ihr euch denn mal informiert, ob es dann nicht vielleicht doch eine Möglichkeit gibt, der Sozialhilfe, Unterstützung, irgendwas? Denn das ist ja kein Zustand, wie ihr da lebt miteinander. Er hat ja Sozialhilfe beantragt, aber er hat seit 92 bei uns die kleine Kneipe geführt und wir waren selbstständig, weißt du, und wir hatten nicht für ihn eingezahlt. Wir kommen aus DDR, also Ex-DDR. Und da hatten wir da überhaupt für uns keinen Kopf drum gemacht, ja. Und da hatten sie angeboten, er wollte 64 Mark Sozialhilfe kriegen im Monat, ja. Toll, kann man klasse von leben. Ja, und er braucht für die Fahrkarte schon 20 Mark. Also ich weiß nicht, wie ich aus dem Ding rauskomme. Wie soll das denn jetzt weitergehen? Also wenn ich irgendjemand wüsste, der jetzt sagt, komm, ich helfe dir, du bist der Richtige für mich, also der mich jetzt hilft, weißt du, wenn ich mich jetzt scheiden lassen würde und würde da stehen ohne Mann oder irgendwas, das wäre für mich überhaupt nicht. Wenn ich jetzt einen hätte, der sagt mir, komm, hör zu, also ich helfe dir, lass dich doch endlich scheiden oder irgendwie was. Dann würdest du schon machen. Ja, genau. Auch, obwohl dein Mann ziemlich dann in den Seilen hängt. Ja, genau, aber ich bräuchte irgendwie Hilfe. Du brauchst Hilfe, also Hilfe auch im Sinne von konkreter Beratung, wie du also
er jetzt ein Freund, verstehst du? Einer, der sagt, also komm, ich helf dir auf die Art und Weise, weißt du? Und dann, gesagt, den Freund kann ich dir natürlich nicht besorgen. Ich könnte dir höchstens jetzt nochmal anbieten, dass du mit meiner Psychologin ein bisschen redest. Und also Psychologenquatsch. Vielleicht hört jemand, zu. Ich bin 43, Mensch, 1,72, blonde Haare. Ich habe zwar einen kleinen Bierbauch. Also sag allen dazu, ich bin eine Mischung zwischen Helga Feddersen und Claudia Schiffer. Ja, das ist doch eine interessante Mischung. Ja, Helga Feddersen und Claudia Schiffer. Da träumen wir Männer davon. Ja, aber mit Bierbauch. Du hast den Charakter von Helga Feddersen und das Äußere von Claudia Schiffer. Nee, also ich würde sagen, ich sehe aus wie Helga Feddersen und... Hast du den Charakter von Claudia Schiffer? Ja, so in etwa. Ist auch schön, ist auch ein nettes Mädchen. Also blöd, im Klartext... Nicht blöd, ja. Nee, natürlich nicht, also das höre ich ja die ganze Zeit schon. Im Klartext, du suchst einen Mann. Ne? Du suchst einen Mann, um aus der Misere rauszukommen. Ja, jetzt aber, Spaß beiseite, was würde denn dann sein, nehmen wir mal an, du kämst da raus und würdest dich scheiden lassen. Was passiert mit deinem Jungen? Also... Wenn genug Taschengeld rausspringt für ihn, also er hat jetzt keinen Pfennig pro Tag, ja. Also du würdest ihn schon auch gerne mitnehmen? Ja, freilich. Ja. Er würde bei meinem Mann auf keinen Fall bleiben. Mhm. Also wenn sich einer für mich interessiert, er könnte ruhig 60 sein. Ich stehe auf ältere Herren, er könnte auch Kramillieren mit Vollbart. Er könnte auch 65 sein. Ja, kann er. Also Sigrid, wir sind ja hier kein Heiratsinstitut, ne? Nee, aber es gibt immer wieder Ausnahmen und die bestätigen die Regel. Und mal gucken, wenn jetzt... Also falls sich doch jemand... Claudia Schiffer und Helga Feddersen interessiert. Also wir sagen jetzt mal, wenn sich jemand hier, meine Nummer. Genau, wenn sich jemand hier meldet, wir sagen einfach Stichwort Helga Feddersen, ne? Dann wissen wir Bescheid, da geht's um Sigrid. Genau, okay. Das wäre gut. Ich danke dir, Jürgen. Und ich grüße an dieser Stelle ganz herzlich deinen Sohnemann. Wie heißt der denn mit Vorname? Thomas. Thomas, lieber Thomas, alles Gute dir auch. Tschüss, ihr beiden. Ciao. Okay, tschüss. Thorsten, 18. Thorsten schweigt. Hallo? Ja, Thorsten, hörst du mich? Ja, ich bin da. Ja. Du bist 18 Jahre, stimmt das? Ja, richtig. Mhm. Du hast hier angerufen bei mir? Ja, richtig. Warum? Ist mir ganz peinlich. Ich habe ein Verhältnis mit dem Vater meiner Freundin. Mit dem Vater deiner Freundin? Ja. Wie alt ist deine Freundin? Meine Freundin ist 18. Wie lange bist du mit der zusammen? Ich bin schon ein Jahr mit der zusammen. Und wie alt? Vor zwei Wochen habe ich halt... eben Verhältnis mit meinem Vater, mit dem Vater meiner Freundin angefangen. Vor zwei Wochen? Ja. Bist du denn eigentlich schwul? Zwei Monate waren es. Zwei Monate, hast du schwule Erfahrungen schon vorher gemacht? Nein, nicht, aber irgendwie hatte ich schon immer irgendwie einen Reiz daran gefunden, mit Männern eben was anzufangen. Mhm. Wie ist es denn jetzt zu diesem Erstkontakt gekommen? Wir waren halt auf einer Feier von den Eltern meiner Freundin und der hat mir schon immer so auf die Art irgendwie schöne Augen gemacht und dann Alkohol im Spiel und so weiter und dann ging es halt los. Was ging dann los? Ja, eben ein bisschen befummeln auf die Art und so. Aber weiter. Da waren doch andere Leute dabei. Ja, wir waren halt ein bisschen angeheitert. Die anderen Leute haben das eben nicht so gesehen. War deine Freundin auch mit auf dieser Feier? Die war auch dabei, ja. Hat das nicht mitgekriegt und sie weiß auch absolut nichts davon. Und der Mann, also der Ältere, jetzt der Vater von deiner Freundin, hat letztendlich aber den ersten Schritt getan? Er hat den ersten Schritt getan, aber ich war so gesehen auch nicht abgeneigt. Wie alt ist er denn? Er ist 42. Mhm. Wie weit ist es jetzt schon gekommen zwischen euch beiden? Habt ihr auch schon miteinander geschlafen? Ja. Mhm. Und wie hat dir das gefallen? Also ich fand es sehr toll eigentlich und ich muss auch sagen, ich habe eine gewisse Liebe schon zu ihm entdeckt, aber genauso liebe ich auch natürlich meine Freundin. Und hast wahrscheinlich jetzt ein tierisch schlechtes Gewissen, ne? Genau dieses. Mhm. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, mit ihr darüber zu reden, aber ich habe eben Angst davor, dass ich damit die ganze Familie zerreiße und also, dadurch alles nur noch schlimmer mache. Ich meine, du bist 18 Jahre alt und noch relativ jung. Und ich finde, die Hauptverantwortung in diesem Spielchen trägt dieser 42 Jahre alte Mann. Ja. Es geht um seine Tochter, es geht um seine Familie. Hat er denn irgendwie sich dir gegenüber mal geäußert, wie das weitergehen soll, ob das vielleicht durchsickern könnte, was dann passiert? Habt ihr darüber geredet? Ja, er ist eigentlich so ein Typ, der nach außen hin... den Schein wahren möchte und das eben nur so nebenbei laufen lassen will. Das sind mir die Liebsten. Das sind diese verlogenen Schwulen, die die Familie haben und dann nebenher irgendwie so dubiose Verhältnisse anfangen.
stehe ich überhaupt nicht drauf. Und du sagst gerade am Anfang, dass du den zwar ganz nett findest und eine gewisse Liebe ist da, aber du bist auch nicht völlig leidenschaftlich entbrannt, ne? Ist nicht so, ne? Ja, ich bin da geteilter Meinung. Also in einer Hinsicht liebe ich meine Freundin, aber in anderer, ich weiß nicht, ob es wirklich Liebe ist. Mir ist da ganz unwohl bei. Mir ist da ganz unwohl bei. Es ist einmal wirklich ganz, ganz schlimm für deine Freundin. Einmal, weil du gehst fremd und dann auch noch mit dem Vater, mit dem eigenen Vater. Finde ich ganz krass und ganz unangenehm. Und wenn du eine schwule oder bisexuelle Neigung hast, ist ja okay, dann lebt sie irgendwie anders aus. Aber nicht mit dem Vater deiner Freundin. Ich könnte fast wetten, dass du auch noch andere nette Männer findest, die du genauso attraktiv findest wie diesen Mann und mit denen es genauso schön ist. Ich meine, es sind ja jetzt mehrere Probleme. Ich glaube, es ist einmal eine Findung deiner sexuellen Identität, die jetzt gerade anfängt. Was bin ich oder wie schwul bin ich oder bin ich überhaupt sehr schwul? Ne? Das ist eine Frage. Dann ist einmal die Beziehung zu deiner Freundin da, die du auch gerne hast. Ja. Da musst du irgendwie Ordnung reinbringen. Und dann das mit diesem Mann. Ich würde dir raten, das mit diesem Vater von heute auf morgen zu unterbrechen, abzubrechen. Weil du kommst da immer mehr in Probleme rein und das ist so mies der Freundin gegenüber. Das, für die Freundin bricht eine Welt zusammen. Beschreib mir doch mal das Verhältnis, welches die Freundin zur Familie und zu ihrem Vater hat. Prinzip sehr gutes Verhältnis, sehr familiär. Das ist der Oberschock wahrscheinlich für die, wenn die das irgendwann rauskriegt. Sollte ich lieber darüber schweigen und Schlussstrich ziehen? Ja, ich glaube ja. Ich glaube ja, Thorsten. Meinst du, das kriegst du so gefühlsmäßig hin? Das wird schwer. Ich habe eine Wut auf diesen Mann, weil der Mann müsste eigentlich als älterer und erfahrener, dürfte sich gar nicht auf so eine Sache einlassen. Wenn er mit Jungs rummachen will, dann soll er sich die woanders suchen. Aber nicht gerade noch den Freund der eigenen Tochter suchen. Magst du recht haben. Finde ich mies. Das ist einfach ein mieser Charakterzug. Und dieser miese Charakterzug sollte dir diesen Mann auch ein bisschen vermiesen, verderben. Das ist kein guter Typ. Das ist kein guter Charakter. Du bist einfach ein Spielball, ein Betthäschen für den. Nichts weiter. Und wenn er dir irgendwie Komplimente macht, dann vergiss es. Wer weiß, wie viele Jungs er das schon ins Ohr geflüstert hat. Weinst du? Ja, ein bisschen. Wann siehst du den wieder? Ich schätze mal morgen eventuell. Habt ihr denn mittlerweile schon so ein ganz ausgeklümmeltes System, wenn ihr euch trefft, dass es so heimlich abgeht und dass ihr dann miteinander schlaft? Und ab und zu bei ihm im Büro. Abends kommt er bei mir vorbei. Meine Eltern gucken schon manchmal so komisch. Du wohnst noch bei deinen Eltern? Ja. Und dann kommt er bei euch zu Hause vorbei? Ja. Und dann habt ihr Sex in deinem Kinderzimmer? Ja, im Kinderzimmer. Na gut, in deinem Zimmer, in deinem ehemaligen Kinderzimmer. Ja, ja. Thorsten, das ist nicht gut. Das ist alles nicht gut. Du bist ziemlich angeschlagen im Moment, ne? Und ich möchte dich jetzt auch nicht alleine lassen. Aber wir können jetzt nicht hier in der Sendung so ganz lange noch reden. Du bist ganz in der Nähe von deinem oder von eurem Telefon. Ja. Du kennst die Prozedur, leg mal auf. Und die Elke Donaisky, meine Psychologin, super nette Frau, ruft dich gleich nochmal an. Dann könnt ihr noch ein bisschen reden und quatschen miteinander. Die hat jetzt auch dieses Gespräch mitbekommen und ist auch einbezogen in die ganze Thematik. Alles klar. Ja, Thorsten. Okay. Toi, toi, toi. Ja, danke. Tschüss. Jetzt ist am Telefon die Petra und die ist 29. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo, Petra. Gut, ich wollte eigentlich Bezug darauf nehmen, was die Dame vorhin sagte. Ich weiß den Namen nicht mehr. Ich schäme mich. Dass der Kranke misshandelt wird, oder? Ja, ja. Und da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Zwar nicht körperliche Gewalt, aber unsere Gesellschaft ist leider Gottes ziemlich mies drauf. Das heißt, die seelische Gewalt ist mindestens genauso stark. Welche eigenen Erfahrungen hast du gemacht? Also im Speziellen jetzt mit Männerbekanntschaften. Du wirst einfach nur ausgenutzt. Hast du das Gefühl so für dich? Oh, das ist definitiv klar. Ich habe jetzt einen Bekannten gehabt, der hat mir mal locker 3000 Mark abgeknöpft. Einfach so? Also gut. Dich betrogen um 3000 Mark?
Ich wollte ihm helfen. Mhm. Ich wollte ihn unterstützen. Er ist Künstler und ich habe gedacht, okay, das lief über ein Jahr, hilfst du ihm halt. Mhm. Und jetzt meldet er sich einfach nicht mehr und ich habe keine Chance, ihn zu erreichen. Das war ein ganz negatives Erlebnis der letzten Zeit. Sag mal noch ein paar andere, die du gemacht hast und weswegen du auf diese Meinung gekommen bist. Okay, dann hatte ich einen Bekannten, der seinen persönlichen Freiraum wollte. Mhm. Habe ich ihm auch gegönnt. Mhm. Und von diesem persönlichen Freiraum hat er sich eine Thailänderin mitgebracht. Hm. Das ist aber kein Witz. Wie, er hat sich dann, verstehe ich nicht. Er ist in Urlaub gefahren und hat aus Thailand eine Thailänderin mitgebracht. Und dachte, das würdest du dann auch so nebenher tolerieren? Nö, er hat mir dann einen netten Brief geschrieben und war der Meinung, das ist okay soweit. Mhm. Ich muss dazu sagen, dass das war keine Beziehung in dem Sinn. Er hat angerufen, wenn er Lust hatte und dann kam er halt vorbei. Und hast aber wirklich keine guten Erfahrungen gemacht, Petra, mit den Männern. Richtig Pech gehabt, würde ich sagen. Oh, das war 13 Mal in den letzten 3 Jahren. 13 Mal? Ja. Sag mal noch ein Beispiel. Noch ein Beispiel, gut. Ich bin Raucherin. Mhm. Und der Bekannte, mit dem lief das auch so ähnlich. Wenn er Interesse hatte, rief er an. Und da ich schon in Rente bin, habe ich Zeit immer dann gehabt. Und dann kam er. Moment, du bist in Rente mit 29? Ja, mit 25 hat man mich schon geschickt. Warum? Was ist denn los mit dir? Ich habe multiple Sklerose. Ach so, ja. Ach, ich dachte, ich hätte es erwähnt. Nee, hast du nicht erwähnt. Ja. Und es ist für mich verständlich, dass es ist nicht leicht, damit zu leben. Mhm. Und für mich, gut, ich komme damit klar, aber die anderen eben nicht. Mhm. Und da wollte ich dann, gut, okay, aber auf den nochmal zu kommen. Und die Beziehung lief eben genauso. Und am Abend meines Geburtstags hat er gemeint, er hat nächsten Tag Termine. Mhm. Und dann hat mich 2 Wochen später ein Brief erreicht. Ja, er hat sich das überlegt. Er möchte doch eine Frau, die nicht raucht und die mit ihm in den Urlaub fahren kann. Also du hast so richtig miese Erfahrungen gemacht mit den Männern. Und das so oft hintereinander. Was bleibt denn da jetzt so als Quintessenz für dich? Das weiß ich noch nicht, Jürgen. Heißt das, dass du jetzt vielleicht ganz auf Distanz gehst und gar keinen Bock mehr hast auf und ganz kritisch und skeptisch wirst? Das ist das Schlimme an der Sache. Mhm. Umso härter werden natürlich die Kriterien. Mhm. Ja, man wird dann vielleicht auch vielleicht übervorsichtig, dass man Leuten, die gut sind und nett sind, gar nicht mehr eine Chance gibt. Ne? Ist richtig. Das finde ich, ist die Gefahr dabei, wenn man so oft schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und das macht mich eigentlich auch ziemlich traurig, weil du vertraust irgendwann dann nimmer. Mhm. Und das tut halt weh, wenn dich jemand schlagen würde. Vielleicht sogar noch schlimmer. Jetzt möchte ich dich aber noch fragen, weil unsere Zeit gleich rum ist. Ja. Du bist 29 jetzt, mit 25 bist du schon in Rente geschickt worden, weil du MS hast. Wie geht es dir gesundheitlich denn im Moment? Ach Gott, Jürgen, ich kann damit leben. Mhm. Andere würden es furchtbar finden. Mhm. Also ich bin gehbehindert, außerhalb des Hauses habe ich einen Rollstuhl und ich setze mir selbst Katheter. Auf das Thema wollte ich auch noch kommen. Mhm. Die Dame, die Woche anrief, und sie sagte, sie setzt sich Katheter. Ja. Oder hat einen Katheter. Ja. Gut, ich habe keinen fest installierten, ich habe auch nur für die Blase einen. Mhm. Aber damit kann kein Mann leben. Mhm. Also das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Peter, das können wir jetzt leider nicht mehr vertiefen. Du hörst die Musik, wir sind gleich am Ende der Sendung. Ich finde schön, dass du durchgekommen bist und dass wir noch ein bisschen miteinander reden konnten. Ich wünsche dir alles Gute und lass dich nicht unterkriegen. Tschüss, Petra. Ich bin recht. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, das war's für diese Woche von uns. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Gerald Baas, bei Wolfram Spikowski, Silvia Liebsch, Leo Scholten, Henning Kaiser, Tom Andreas, Axel Rottländer, Heike Schmidt und Elke Donalski. Nächste Woche gibt es wegen Rosenmontag in der Nacht von Montag auf Dienstag keine Sendung, weder im Radio noch im Fernsehen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt unser Thema Hörigkeit und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt das Thema Ich bin ein Schwein. Schönes Wochenende. Feiert schön den Karneval. Bis dahin, ciao.